Wenn ich nicht stöhnen würde, dann wird das auch besser. Ah, ah, ich liege mit Akku in meinem Gras. Ah, ah. Ich wollte jetzt eigentlich einen hier auf... Komm, wir schleichen uns an. Los, Akuma, Angriff. Ja! Okay, ich hätte nicht Angriff sagen sollen. Wir, wenn Akuma und ich und Akuma unterwegs sind, dann heißt es... Sam, natürlich. Was ja, sonst? Da ist er schon. Wir haben was Neues. Wie heißt das Ding? Arizona-Saurus. Amazon-Saurus. Der ist von Amazon gesteuert. Arizona-Saurus. Ich werde mir mal mein Tier holen, dass ich den da reinlocken kann. Siehst du ein bisschen aus wie ein Demetrodon und ein Iguanodon? Ja. Ja, kommt hin, würde ich sagen. Schmeißen wir den in die Zähnfalle, oder? Ja. Der ist, glaube ich, schnell. Schmeißen wird schnell. Huch, der ist hier unten schon einer. Oh Gott, kommt der hoch? Oh, der kommt hier hoch, oder? Nee. Den schafft er nicht. Hier ja, kommt er vielleicht hoch. Könnten wir sogar hier schon abschießen. Hier ist noch einer. Zwei. Gut, ich habe nur den einen gesehen. Ach, guck mal, jetzt haut er schon ab. Jetzt schon? Hä, was habe ich denn für Darts? Greif nicht meine Schlange an. Deine Waffe ist halt gut. Getroffen. Warten. Da kommt auch der andere. Hast du auf den geschossen? Nee. Aber der wird jetzt mit dem hier aggressiv geworden sein. Gerade in dem Moment muss er sich bewegen. Ich weiß nicht, ob der unter Wasser dann hier... Ja, das weiß ich auch nicht. Aber der andere haut immer weiter ab. Hä, hey, ich hab ihn doch getroffen da. Ja, okay. Und der noch eins liegt. Der andere ist... Weiter ab Richtung deiner Base. Alter Schwede, wo läuft denn der hin? Okay, cool. Ich will... Oh nein, zähmen und dann ist er auch noch mit dem Kopf im Wasser. Im Wasser. Aber ja, klar. Ich geh kurz Futter holen. Arizonasaurus, ehrlich, Arizonasaurus. Ich glaube, die haben sie in Arizona gefunden. Arizona. Habe ich keinen Skin hier? Für die Leute, die ganz aufmerksam sind, die haben bestimmt bemerkt, der Ex hat ja voll die geilen Klamotten jetzt an. Ja, die Ruffy und ich glaube, der Stone beim Farmen für die ganzen Artefakte haben ganz viele Loots gefarmt und ich habe eine neue Hose. Das ist meine alte, das ist die neue Hose. Das sind die alten Schuhe. Das sind die alten Schuhe, das sind die neuen Schuhe, die sind auch besser. Dann habe ich ein besseres Brustteil und einen hellblauen Kopf. Leider habe ich meine Handschuhe irgendwie verlegt. Die blauen, dunkelblauen, die ich einmal gefunden hatte mit euch. Die sind weg, leider. Was ist denn der? Prime Fish Meat. Ah. Braucht er einen Sattel? Kann man ja auf dem reiten? Sieht ein bisschen ja, eigentlich. Ich geh den schon holen. Okay, wie reitet man denn bitte auf dem? Keine Ahnung, frage ich mich auch. Hm. Aber der hat auch ganz coole. Ja, was heißt ganz coole? Wer die Metrodons mag, der mag die Viecher auch. Ah, alles mit Wärme oder was? Oder, ja, oder? Ja, wenn du auf dem reitest, hast du 100 Punkte in Isolation, also Wärme und Kälte halt. Mhm. Hast du Resistenz. Resistenz meinst du? Resistenz, ja. Resistenz. Ah. Na, du weißt schon. Hier ist halt nicht warm und nicht kalt. So. Ich hau gerade mit der Spitzhacke gegen einen Fels, den man natürlich nicht abarbeiten kann. Und denk mir in diesem gleichen Augenblick, wie würde ich mir Ark 2 vorstellen? Mit Terraforming. Das wäre cool. Wenn man Terraforming machen könnte. So vielleicht in den Berg eingraben oder so. Wie lange braucht denn der Kerl noch? Oh. Ein bisschen. Binturong, hast du einen da? Ach ja, Binturong, klar. Ja, ich vergesse das auch immer wieder. Ein Bienturong. Ich habe ja gerade noch ein bisschen Fleisch geholt für den. Ich hatte ja kein Prime Meat mehr. Wenn du da bist, sagst Bescheid. So, ich habe den noch gar nicht wieder rausgeholt. Ich bin zu langsam. Wie ist denn der Bullet Drop? Komm, bin gleich da. Ich bin gerade hier auf der Distanz auf den anderen am Schießen.
Ich weiß nicht, wie der Bullet Drop hier ist. Keine Ahnung. Erst am Pressen. Naja, den Sattel vergessen, nicht Dummkopf. Ich habe irgendwie meine Flügel irgendwie auch wieder verlegt. Beim Umziehen bestimmt. Auf die. Ich hatte ja vorher so eine gelbe Rüstung, glaube ich, an oder so. Nee, ganz eine Standardrüstung. Wenn wir. Ach, der geht ja schnell. Wenn wir gerade mit dem unterwegs sind, dann machen wir den anderen auch direkt noch. Der ist nämlich auch. Der ist ja schon halb auf Drogen. Sattel hast du schon gemacht? Hier, behalt du mal den Winterrock, ich gehe mal zwei Sättel machen. Ich schmeiß mal ganz kurz hier. Achtung, komm mal zu mir hoch. Gut gefangen. Über die Tiere geschmissen. Jetzt habe ich eine schwarze Katze auf der Schulter. Oh, der hat einen Hut an. Ich wollte gerade sagen, was hat denn der für ein Horn hier? Oh, ich bin fertig. Perfekt. Nimm das Fleisch mal bitte schnell raus. Iguanotrodon. Ja, gut. Der wird jetzt das Fleisch aufgefressen haben. Meinst du? Nee, so schnell nicht. So eine Ahnung. Nee, alles gut. Komm mit. Hallo Milizerkatze. Ich versuche gerade ein schönes Foto von dem zu schießen. Aber ohne Sattel. Und das ohne Sattel. Das ohne Sattel, aber der ist natürlich, steht genau da und da, wo die ganzen Klamotten vor dir hinten stehen. Das möchte ich gerade nicht. So, jetzt. Ach nein, schon wieder K. Drücke ich den immer K. Du bist voll komisch, aber du gefällst mir voll. Schönes Foto. Aha. Ach, da vorne. Ah. Wie beim Spino halt. Das ist, glaube ich, auch der Spino-Sattel. Ja, ja. Ist das auch. Komm, wir gehen den anderen holen. Der läuft auch wieder Spino. Ja. Schwimmt der wenigstens da ist er, auch? Da ist er. Oh nein, Totan. Oh, man kann nicht auf dem schießen. Springen kann auch nicht. Was kannst du eigentlich? Und liegt. Ich will auch. Rennen. Was ist los? Wieder Durst. Durst. Du hast einfach das Fleisch, ne? Achso, ja, schau. Sorry. Geht rein, Puss. Ups. Aber der steigt wenigstens nach vorne ab. Das ist auch cool gerade. Echt? Bei mir steigt er zur Seite ab. Ne, er ist nach oben. Hier, du musst den Binderung mal nehmen. Das ist einfach die komplette Spino. Das komplette Spino-Animation, nur klein. Ja. Komplett. Und das ist halt kann vom Dimetrodon. Und der Kopf ist vom Metrodon. Der Kopf vom Iguanodon. Was überhaupt nicht passt, der Sattel passt natürlich jetzt nicht. Wenn du mal ganz guckst, guck mal am Auge, die haben dann das Teil, was der Spino normalerweise im Maul hat, haben die den unter seinen Augen durchgezogen. Aua. Weil es ist Augenpiercing gemacht, ey. Au, oh, Junge. Das tut bestimmt massig weh. Achso, wen es interessiert, der Sattel kostet 170 Fasern, 320 Leder und 30 Metallingots. Cool. Ist eigentlich nicht schlecht, aber im Endeffekt ist das eigentlich nicht großartig besonders gemacht, ne? Nee, einfach mal irgendwie zusammengekleistert, wie das Tier. Ah, dass es zwei Männchen sind. Das arme Ding voll durch die Augen. Junge, das sind glatten Auge sein, ne? Krass. Jetzt weißt du, warum. Wie seltsam. Guck mal, wie traurig er guckt eigentlich. Ja, Emma, willst du so einen Eisenbolzen durch die Augen geschossen bekommen? Aber wenn du die Zähne erstmal nicht so beachtest, der guckt eigentlich voll traurig, so voll lieb eigentlich. Das ist ein aggressives Tier.
Ja, der grinst dich an und beißt dich direkt tot. Nein, 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 nein. Hallo. Tolle Begrüßung. Oh, schon fertig. Na, passt. Jetzt. Darfst ihn gerne benennen. Darf ich den hier haben? Ja, bitte. Ich darf ihn benennen? Ja, benenn ihn. Ihn, ja? Ja, es sind ihn. Ich finde den hier sowieso hübscher. Bolzen durchs Auge. Oh Gott, was jetzt? Bolzen durchs Auge. Komm, wir gehen die Leute mal begrüßen. Wenn du langsam gehst, guck mal so. Yeah, yeah, yeah. Halt wie ein Spino. Bro. Ich würde gerne mal gucken, wie er im Wasser ist. Nicht so schnell. Also Spino finde ich schneller. Ich will die ganze Zeit springen, aber mir fällt gerade ein, kann er nicht springen. Oh Gott, der ist ja voll lang. Mhm. Das ist aber auch die gleiche Wasseranimation, Schwimmanimation vom Spino. Spino. Ohne Speed, ja. Aber er hat keinen Unterschied, ob mit Speed oder nicht. Der scheint. Er hat Oxygen, aber er verliert sehr langsam Oxygen. Ich gehe mal ganz kurz hier auf den weißen Hai los. Der ist aber scheinbar nicht Schockresistenz. Also, pass auf. Oh, ich hab da gerade eine. Oh, Blut! Der ist schon gleich RIP. Great White Shark. Oh, die Knie, Andrea! Geht weg! Jetzt müssen selber mal trinken. Nein. Und es regnet. Ich bin der Mann aus Atlantis. Ach, er am Laufen schneller. Ja, irgendwie schon, ne? Ich will jetzt mal gerade sagen, wir laufen mal rüber und besuchen mal, aber ich weiß nicht, wo die sind. Wo Ruffy und Benny und Stone und wie sie alle heißen. Könnten sie fragen. Wo? Ich wurde irgendwie mein Text wieder gelöscht, weil du hast das schon geschrieben. Wo ist noch geblieben? Redwood Berg Metall Farmen. Bei mir zu Hause. Zu Hause Redwood. Also Redwood so ziemlich. Wir gehen mal zu Redwood. Einfach mal zeigen, was wir Neues haben. Die neuen Spielzeuge werden noch gezeigt. Ach, hier, gehe ich runter. Kriegt der Schaden? Nimm mich mit. Boah, der ist aber. Wo bist denn du? Achso, die sind aber mega stark, ey. Wo bist du? Da! Ey, krass. Wo kommt der Herrera her? Das ist deiner. Der folgt mir wirklich noch aus Hast dem. Hast du den nicht abgepfiffen? Aber der kommt mir wirklich noch hinterhergelaufen von da hinten. Von der Base von Benny. Ja, aber wie ist der da rausgekommen? Was fightet da von uns? Ach, ein Zombie-Dodo. Wie ist der da rausgekommen? Jetzt ist eine Tür offen. Alter, guck mal, wie schnell der Zombie-Dodo schwimmt. Hast du rein zufällig einen Kryopod? Ah, ich habe einen Kryopod dabei. Nee, leider nicht. Also ich habe zwar was bei, aber da sind Tiere drin. Der kleine Klaus, das ist ja mal, du bist ja so cool. Der lässt jetzt eine Tasche fallen, ne? Ich tüte den mal ein. Wichtiges Zeug. Das. Hat eigentlich alles, nehmen eigentlich alles das, gut. Das. Das vielleicht auch noch. Der Rest ist unwichtig. Der ist voll stark, ey. So ein Dude. Zack. Oh. Wir gehen mal fighten. Da, im Wald. Mal kurz leveln. Okay. Im Wald sind hier im ach guck mal, da ist doch so einer von diesen hässlich Dingern da. Kamelterzis. Oh, nein! Oh, das. Ich hab's nur gerade gesehen. Oh, Schweinebacke. Pass auf die Elektroviecher da auf, Dex. Nehm dir.
Gott, ich kann da gar nicht hingucken. Alles gut. Ich kenne mich damit aus. Ja, genau. Mal gucken, ob er mich angreift. Oder weiß, was ihm blüht. Du hast einen Panda auf der Schulter, der greift dich nicht an. Ach so. Oh, wie viel Schaden ich mache. Oh. Guck mal, wie viel Schaden ich mache. Mach mehr. Aber ja, aber ich habe den gerade das einmal gelevelt. Also auf Schaden. Nimm mich mit, nimm mich mit, nimm mich mit. So. Vor allen Dingen, ich habe den Caprosuke springen sehen, ja? Und bin dann einfach ganz kurz einen Schritt auf Seite gegangen. Sie ist an mir vorbei. Oh, der Rechtsklick bewirkt, dass wir nicht abgemountet werden können. Ah, okay. Der Baryonyx sieht voll schön aus. Ja, voll cool. Mit so schönen Stachelchen auch so. Die habe ich noch gar nicht gemerkt, dass sie die hat. Ja, doch. Hier liegt ein Ei. Oh ja, ich habe es auch gerade gesehen. Ich habe mich auch gerade direkt umgedreht. Das war ein Blutegel. Ah. Wenn du 3 Schaden bekommst, Blutegel. Guck mal, unser kleiner entfernter Verwandter. Wo? Da. Ach, der ist hier im Wasser. Ach so, das sollte man ja auch jemand sagen, dass er hier geparkt ist in der zweiten Reihe. Hallo. Wo bist denn du? Wo ist denn vorne? Da, ja, jetzt, wo du stehst. Ah, jetzt. Okay. Jetzt klappt er dich aber auch an. Ja, ist okay. Jetzt sehe ich ihn wenigstens. Ein Biss oder was? Nein, 3, 4 waren es schon. Ja, Insekten. Wir haben uns ja gut mit aussehen. Ja, ich würde sagen, wir haben alle eure ganzen Brüders gekillt. Brüders und Schwestern. Haben die überhaupt Geschlechter? Da war was. Schlange. Nee. Da ist wieder so ein Terzi. Fressen auf. Du hast hinter dir was hinterherlaufen. Hast du nicht die Uhr ticken gehört? Nö. Aber über Steine laufen ist nicht so sein Ding. Da bleibt hängen, habe ich auch gerade bemerkt. Genau in dem Moment, wo du es gesagt hast. Kleiner Kieselstein. Ich weiß nicht, hoch vom Spitzen. Pass auf, Sarko. Ich warte auf, dass er kommt. Soll mich abmauten, bitte. Kann er nicht. Ja. Warum? Die sind aber stark. Die sind zwar hässlich. Wie lange... So hässlich finde ich sie jetzt nicht. Wie lange der braucht, bis wir den gekillt haben? Mal gucken, was das Level ist. 56 war die Schlange. 112! Wir haben den aber recht schnell gekriegt. Ja, und sagen wir mal mit dir zusammen, ich habe jetzt ungefähr 10 Mal geklickt, also 20 Bisse. Mompf. Schon wieder Level up. Ich hab 5 Level ups. Luffels. Ja, 112 ist ja auch schon eine Latte auf der Matte. 147 jetzt, so. 145 bist du. Hier ist ein Bär, mal gucken, wie der Bär. Greift er an? Jetzt ja. Oh, wie viel Schaden. Das ist aber echt, das ist eine richtige Kampfbestie, ne? Ja, wenn du davon ein paar hast, vielleicht steckt sich das auch so. Alter. Was, ein 200er? Ja, schon geil. Ich meine, das waren jetzt, ich glaube, zweimal Level 88, ne? Als wir sie gezähmt haben. Ja, wenn du davon so über 100 hast, die waren beide 88. Okay, ich glaube, die waren beide 88, ja. Also, das ist ja ein Glücksfall. Das wird direkt 2 auf einmal und das gleiche Level, ist ja cool. So. Habe ich aber bei mir öfters. Oh nein. Nicht jetzt unbedingt immer 88, sondern auch mal 44 und diese ganze Scheißzahlen. Wo bist du denn hin? Ich bin links lang gelaufen, aber ich komme jetzt auch in der Base. Da ist ein Terrorbird im Wasser. Habt ihr jemanden laufen sehen? Oh, keine Ausdauer mehr. Ich glaube, ich muss mal auf Ausdauer skillerieren. Ich finde, der passt besser in so ein Scorch Earth Gebiet. Ja, gut, ja, weil im Wasser ist er nicht wirklich nützlich. Oh, ist das ein riesen Servalman. Oh, den töte ich jetzt mit dem Vogel. Ich sehe keinen hier. Keiner da. La la la. Kleopatra. Guck dir das mal an.
Ein der Giga. Giga mit Hasenohren. Das ist. Und die wackeln sogar noch im Wind. Meine Güte. Ich überlege gerade, wo sind. Also der Storm meinte, oder wer war es? Metal war das? Auf dem Metalberg. Metalberg, ja. Oh, wo ist der Metalberg im Redwood Forest? Es gibt ja nur einen einzigen Berg da hinten, der. Dash. Oh, was für eine Gelatsche. Also ein bisschen Geschwindigkeit werde ich mir jetzt gleich mal ein bisschen scalen. Echt? Ja, einfach nur so, weil wegen eben Geschwindigkeit und so. Bist du auch unterwegs oder bist du irgendwo stehen geblieben? Nee, nee, ich will den. Richtig, sprech dich aus. Ja, den riesen Salamander hier mit dem Vogel töten. Mit dem Ichionis. Wo sind da eure Freunde? Greift der Kano an? Kanomomf. Ich greife mal ganz kurz den Brontosaurus da hinten an. Guck mal, wie lange ich dran rumnasche. Also nicht so nasche. Dann Alter, ich habe aus dem Riesen-Salamander gerade 72 Raw Prime mitbekommen. Krass. So, wo bist du jetzt auf dem Berg? Ja, fast davor. Folge dich. Hey, krass, wie schnell mache ich denn Bronto weg hier? Level 32er Bronto. Einfach mal so, der ihn so gefühlt viermal geklickt und dann ist er schon weggelaufen vor Angst. Überleg mal, wir hätten auch noch Partnerbonus. Mega heftig. Der hat zwar nicht viel Ausdauer bei mir, aber der macht, der regeneriert die Ausdauer schnell wieder nach. Krabbel. Bin jetzt bei der 1-10-Falle. Oh, das ist doch nicht das, was ich denke, dass es ist. Ich bin auch bei der 10-Falle. Natürlich sind das Amphis. Machst du weg? Wo bist du? Bei der 10-Falle jetzt so. Beziehungsweise so gut wie erwartet. Ich bin im. Ah, also, da bist du. Hallo. Wo sind sie? Da lang sind die Amphis. Ah, siehst du so. Die Mampfen sind jetzt weg. Die haben ja gar keinen Schnitter gegen hier. Dann level ich nochmal. Gegen Fress. Gegen Großmaul hier. Wir sind schnell weg, bevor. Oh, die haben wir abgehauen. Ja, die schauen ab. Aber ich bin wieder schneller drauf, als du denkst. Er hat ein bisschen durchgehalten jetzt. Also wirklich getan? Also Schaden haben sie mir ganz wenig nur zugefügt. Ja, mir auch. Wenigstens kann man diese blöde Level-Animation immer abbrechen. Ich finde es immer so schrecklich, wenn du die nicht abbrechen kannst. Aber ich habe jetzt keinen von den anderen gesehen. Wir sind ja noch nicht auf dem Berg. Das sieht hübsch aus. Ja, der andere, der jetzt kommt, den finde ich auch ganz hübsch. Die schmecken gut. In der Suppe noch lieber. So stachelig im Hintergrund, ne? Was hängt denn da auf dem Baum? Aber es hieß doch, die haben Berg. Da. Guck mal, wollten noch Metall. Metallfarm. Guck mal hier runter, ich will euch fressen. Ja, springt uns ins Maul. Machen wir Blutungsschaden? Keine Ahnung, wir machen Fressschaben. Aufessschaden. Oh, unser Rechtsklick macht sogar Torpor wieder runter. Er ist immun gegen Sandstürme. Yeah. Also pass auf, dass wir jetzt nicht in so einen Sandsturm geraten. Egal, ich gehe mal wieder nach Hause zu Benny.
Wartel. Ja, es ist, aber es ist eigentlich ganz cool. Mal gucken, der ist ein recht starker hier. Mal gucken, wie man sich gegen den wehrt. Wo denn? Will auch mumpfen. Bist du runter? Der macht lustige Fressgeräusche. Oh. Wo bist du denn hin? Links, jetzt kommt nach links. Ah. Ich weiß nicht, ob das der ist, der sehr stark ist. Der hat halt eine gute Panzerung. Aber was der ist? Oh, guck mal, die Hälfte. Ah, noch einige weniger Schaden, ja. Das ist nicht der. Ich glaube, der andere mit den ganz vielen Stacheln ist, glaube ich, der starke Typ da. Oh, die sind aber echt, ich finde die echt brutal stark. Sind die auch neu dazugekommen? Krass. Arizona Saurus. Arizona Saurus. Watschel. Trotzdem tun sie mir leid, die haben Löcher in den Augen in gewisser Weise. Ja, das vielleicht wird das nochmal überarbeitet, aber an den Satteln hat er ja bisher nie was gemacht. Ja, genauso wie mit dem Terzi, Riesenterzi. Wieso? Da fliegst du ja auf dem Sattel. Du sitzt ja drauf. Ach so, stimmt. Ja, ja, ja. Aber ganz ehrlich, man kann ganz gut mit dem eine Tour machen. Man kann echt ganz cool eine Tour hier mit machen und muss nicht unbedingt Angst haben, dass man irgendwie verliert gegen irgendwelche Tiere. Ja. Ganz gut. Da ist ein Parasaurus. Oh, hier ist auch einer. Oh, der geht ja mit den Häschenöhrchen. Meine Herne. Sieht irgendwie. Nennt sich Blickfang. Sieht irgendwie aus so wie. Aua. Keine Ahnung, so ein Pfosten. Blutungsschaden. Ach komm. Lass mich doch in Ruhe. Bremsen. Der aggressive Schonos. Zack. Bolzen durch die Augen. Er slidet. Slidet durch die Welt. Jetzt nicht mehr. Sieht so ein bisschen aus, als ob er eine Brille anhätte. Hier so eine Mini-Brille. Diese ganz, ganz kleinen Brillchen. Oh mein Gott. Aber ihr Lieben, ich sag dann mal Tschüssi. Fand ich ja doch ganz, ganz hübsch mit hier. Arizona Boy. Arizona. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal sehen, vielleicht werden wir. Du bist ja auch, hallo. Vielleicht werden wir auch den anderen, wie hieß er noch? Shishono, Jinsho, Shono, Dong, Shobu. Ja, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Den werden wir vielleicht auch nochmal zähmen. Das ist der dieser riesengroße Iguanodon verschnitt. Genau, der immer alle anderen Tiere um sich herum ruft, wenn er in Bedrängnis kommt. Das war's. Bis denn. Und Rotan. Nein, Herzen. Oh mein Gott, 5U! Ich hab doch gepfiffen. Hallo. Oh mein Gott. Ich muss hier kurz weg. Ach, guck mal. Viel Spaß beim Aufräumen in der Base, wo die meisten Tiere drin stehen. Aber warum räumt denn hier nicht mal auf?